Okay, machen wir es mal in Stufen, warum nicht? Beim Rest schauen wir mal, wie wir es machen. So. Ich wollte nicht rennen. Ich bin schon wieder so nervös hier. Meine Güte. Es wäre auch schon wieder Nacht, also wir könnten auch schon wieder schlafen, aber ich bin jetzt hier gerade so im Baufieber. Ich jetzt gerade, das hier wäre wahrscheinlich sehr doof. Wobei, da ist ja eh, da ist ja ein Dings drüber. Das ist ja, da ist ja eine Glasdecke drüber. Es war ja mal offen, aber dann sind uns hier leider ein paar Fische verstorben hier aus dem Aquarium. Und daraufhin haben wir es zugemacht. War auch eine gute Entscheidung, glaube ich. Boah, hier ist die Treppe, okay. So. Dann macht man hier so eine kleine, aber feine Deckenleiste hin, wie gesagt. Das passt doch auch, oder? Mit der Ecke? Ich glaube, das geht. Ich glaube, es geht sogar ganz gut. Wie man das jetzt? Muss ich ja auch Behelfsblöcke hinklatschen. Ja. Ah. Mach's so. Pass auf, pass auf. Ist er falsch rum? Oder voll? So. Yeah. Die Musik ist eigentlich ein bisschen zu rockig für so nächtliches, vergnügtes Bauen. Eigentlich. Ja, ich glaube, das ist. Na, ich glaube, das ist ganz nett. Wir lassen es jetzt mal abreißen. Kann man es ja immer noch. Hoppala. Aber ich glaube, es ist ganz gut so mit dieser Deckenkante sozusagen hier. Ist doch schön, wie das Lied in der Mitte einfach aufhört, ey. Ist ja auch geil. So, und dann ist die Frage, wie machen wir das mit den Quarzstufen? Die würde ich ganz gerne als Decke verwenden, ehrlich gesagt. Ich würde die sogar noch eins höher setzen, also hierhin praktisch. Ich glaube, dass das ganz cool wird. Oh, ja genau dahin nicht. Ah, super. So, schauen wir mal. Ja, es ist mega. Also in der Höhe eine Decke, das ist. Huiui. Das ist nicht mehr wohnen, das ist schon residieren. So, wir machen das aber trotzdem mal von oben. Ich glaube doch, dass von da um einiges leichter ist. So, und eventuell werden wir dann natürlich dann noch den einen oder anderen Deckenspot reinmachen. Quarz ist halt auch einfach der edelste Block, den man in Minecraft benutzen kann. Auch wenn man sich ständig verbaut. Sieht immerhin das Verbauen sehr edel aus. So. Haben wir ja richtig nächtliche Bauaktion hier. Ich habe auch zumindest mal das Gefühl, dass wir schon ewig nicht mehr so konsequent hier dran gebaut haben. Also kann natürlich auch täuschen. Aber
Ja, das Gefühl habe ich zumindest. Das ist doch schon mal was. So. Also, ich finde es richtig nice. Müssen halt, wie gesagt, nur gucken mit Deckenleuchten, dass sie da noch irgendwas installieren. So, jetzt legen wir uns erstmal eine Runde schlafen, würde ich sagen. Damit auch alles hier nice bleibt und nicht gleich ein Creeper irgendwie meint, hier umdekorieren zu müssen. Oh, sehr schön. Die Morgensonne. So, haben wir hier keine Crafting Table? Das gibt's ja nicht. Ist eigentlich gewohnt, in meinen Häusern immer 1000 Crafting Table zu haben. Und ein verzaubertes Schwert. Aber beides ist hier nicht der Fall. So, Quarzblöcke. Wir haben ja noch ein bisschen. Bisi haben wir ja noch. Quarz wäre auch eine super Sache für das WC unten, ehrlich gesagt. Ja, ich mein's ernst. So. Weil es halt einfach sehr, sehr WC-artig aussieht. Also, passt irgendwie. Weiß nicht, ob ihr mich da nachvollziehen könnt. Aber ich finde, das würde ganz gut passen. Es müsste noch so ein schwarzes Pendant zu Quarz geben. Das gibt es leider nicht. Also sowas, was halt auch so schwarzer Marmor, so richtig edlen Kram, der so richtig hochglanzpoliert aussieht. Müsste es noch so ein Kercher geben, vielleicht als Mod oder so. Dass man nochmal über die Fliesen drüber gehen kann, dann sieht es so richtig geil aus. Ich meine, jetzt gibt es ja mit dem neuen Update, soll es ja Blöcke geben, die mit der Zeit so richtig vermodern. Also wo man sieht, okay, die Welt gibt es wohl schon länger, weil die Blöcke ihre Farbe verändern, weil sie halt einfach vergammeln im Endeffekt. Kann man so sagen, glaube ich. Ach man. Die Mario Kart Wii-Musik, die macht mich hier ganz wuschig. So, also ich finde das, wie gesagt, sehr schön. Eine Birkentreppe brauchen wir noch und genau eine Quarzstufe. Das werden wir, glaube ich, beides haben. Daran soll es nicht scheitern. Dann können wir auch mal schauen, wie wir das mit Beleuchtung machen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt. Gucken wir mal. Also, eine Birkenholztreppe. So, wo ist dieser Zombie? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn zum Glück nicht. Denn Monster hier unten brauchen wir halt echt keine. Quarz pur. Ja, dann müssen wir hier nochmal rangehen. Ich sehe jetzt halt Angst, dass ein Creeper um die Ecke kommt, ne? Seit wir einmal dieses, in Anführungsstrichen, Vergnügen hatten, bin ich da jetzt echt geimpft, was das angeht. So. Wir hatten hier auch gerade ein Skelett. Also wo ein Skelett spawnen kann, kann ja, soweit ich weiß, auch ein Creeper spawnen. Uncool. Uncooler Gedanke. Alter, die Musik, ne? Kann ich leider nicht umstellen, während ich im Spiel bin. Schlecht. So, da haben wir das geschafft. Hier machen wir wieder Pfusch am Bau. Ist ja, wie gesagt, nicht schlimm. Von unten sieht man es ja nicht. So, dann bauen wir hier noch die eine Treppe. So. Und dann haben wir das Ding hier fertig. Wie gesagt, da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Beleuchtung für den Raum. Aber an sich bin ich ein Fan von dem Ganzen. Ich hätte ehrlich gesagt gerne Seelaternen. Aber wir haben leider bis jetzt keine. Und die zu besorgen ist, soweit ich weiß, ziemlich dangerous. Weil es die ja, glaube ich, in erster Linie nur in diesen Unterwassertempeln gibt. Dann sind immer diese Wächterfische, die einen verkloppen wollen. Das ist immer so ein Problem. So,
So, was brauchen wir jetzt? Beleuchtung. Ja, guck mal auch mal, ob wir da irgendwas Schönes haben. Wir hätten Laternen. Oh, wir hätten auch diese blauen Laternen, ne? Könnten wir die nicht mittlerweile auch herstellen? Wir haben zumindest einiges davon. Wie macht man die? Vielleicht so? Wie macht man denn diese Seelenlaternen bitte? Also diese blau leuchtenden. Moment mal. Da kann man es vielleicht auch in dem Buch nachschauen. Ich meine, mittlerweile braucht man ja Minecraft-Wiki nicht mehr unbedingt. Ja, hier steht es natürlich nicht, weil dieses dumme Buch einem nicht alles anzeigt. Also brauchen wir doch Minecraft-Wiki. Fackel. So, Gewinnung. Ach, so funktioniert das. Ach du Scheiße. Da wäre ich jetzt von selbst nicht drauf gekommen. Also, wir machen eine normale Fackel. Und machen darunter die Seelenerde. Und schon wird's blau. Habe ich die überhaupt schon mal im Let's Play gezeigt, diese Fackeln? Falls nein, so sehen die aus. Halt blau. Sie machen weniger Licht, wie es aussieht. Was ein bisschen doof ist, weil die hätte ich jetzt gerne benutzt eigentlich. Na gut, wir schauen mal. So, dann nehmen wir mal hier Eisenklumpen. Und dann können wir hier mal so ein paar Seelenlaternen machen. So, wer nervt denn hier eigentlich die ganze Zeit? Das ist ultra nervig, dieses Rumgeröchel. Ich versuche hier ein Let's Play aufzunehmen, Leute. Das geht so nicht. Also hier ist tatsächlich mal nichts zur Abwechslung. Es kommt von hier offenbar. Ist hier irgendwer, der Stress sucht? Hört man wieder keinen mehr. Tja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die sein sollen. So, jetzt könnten wir höchstens mal nachschauen. Wir haben doch hier so ein Meeresdings, oder? Nicht. Hat mich mal so eine Meerestruhe? Tiefseegedöns. Ja, da sind natürlich keine von diesen coolen Lampen dabei. Wir bräuchten so Lampen. Da hätte ich echt Bock drauf. Weil die einfach mega cool aussehen. Aber die sind halt schwer zu besorgen. Aber wenn ihr wollt, dann kann ich es euch ja mal besorgen. Also dann können wir ja mal gucken, ob wir so welche finden. Ob wir so welche beschaffen können. So, nächste Frage ist, wie stellt man diese Ketten her? Es gibt doch mittlerweile so coole Ketten. Oder kann man die gar nicht craften? Ich weiß es gar nicht. Momente mal. Ketten. Minecraft Dungeons wollte ich ja eigentlich nicht, ne? Essen wir erstmal was. So. Bam, bam, bam. Kette. Oh Mann. Also es gibt keine Ketten, es gibt nur die Kette. Offenbar. Super. So, Gewinnung.
So craftet man die. Ja, dann gucken wir mal, ob wir noch so Dinger craften können. Ich weiß jetzt nämlich, wie es geht. Ja, und das ist wieder die gute Mucke vom GTA-Professor. Unverkennbar. So. Und da haben wir sie. Ketten. Machen wir mal so 5. Und dann können wir da die Laternen dran aufhängen. Aber ich fürchte einfach, dass die Laternen, diese Seelenlaternen, einfach nicht so viel Licht machen, wie es ausschaut. Genauso wie die Seelenfackeln. Die scheinen auch nicht so die lichtfreudige Quelle zu sein. Boah, ich meine, das sieht schon cooler aus auf jeden Fall. Wir können ja mal gucken. Wo steht das Lichtlevel nochmal? Hier, Client Light 12. Das ändert sich dadurch genau gar nicht. So, hier ist Client Light was? 9. Immer noch auf 9. Also das bringt gerade mal gar nichts. Sieht bestenfalls gut aus. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt. Das heißt, wir stellen jetzt hier erstmal normale Fackeln hin. So. So einfach machen wir das. Und dann müssen wir halt mal schauen, wie wir das machen. Hier, Alter, wie schön das einfach alles aussieht, ne? Mit Shadern, das hat schon echt was. Also, nice. Gefällt mir gut. So, das Schlafzimmer. Es wird durchaus, kann man schon so sagen. Ja, also die Seelenfackeln bringen wirklich null. Sehen halt nur nice aus, ne? Ich glaube, die haben ungefähr einen Effekt wie Redstone-Fackeln. Also circa Zero. Ah, da haben wir einen fliegenden Händler. Mal gucken, vielleicht hat er irgendwas Gutes. Zur Abwechslung mal. Hallo. Nö, alle nicht. Die fliegenden Händler machen sich ja immer unsichtbar nachts, weil sie Angst vor Monstern haben. Wer will es ihnen verübeln? So, das Schlafzimmer ist jetzt an sich fertig. Also der Raum ist schon mal fertig. Das ist schon mal toll. Es gibt natürlich noch so ein paar Sachen, die man jetzt beachten muss. Und zwar, wir haben noch keine Inneneinrichtung. Die würde ich jetzt noch hinzufügen in den nächsten Folgen. Und dann der Spiegel. Der funktioniert natürlich noch nicht. Und sieht jetzt mit den Shadern auch so ein bisschen komisch aus, weil er bunt ist. Das soll natürlich eigentlich nicht so sein. Der Spiegel funktioniert noch nicht, soll dann aber natürlich auch in Betrieb genommen werden. Und die Frage ist, was machen wir hier als Decke? Machen wir hier auch Quarz? Sind wir dekadent? Oder machen wir dann eine schöne Holzdecke? Ich glaube, ich hatte mal so eine mitteldunkle Holzdecke angedacht, ne? Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Oder wir machen so eine vertäfelte Decke mit zwei verschiedenen Holzsorten. Irgendwie sowas, irgendwas Cooles. So, und hier wird dann der Spiegelraum reinkommen, denn in Minecraft gibt es ja keine Spiegel. Aber so wird es dann doch Spiegel geben. Beziehungsweise es gibt ja schon Spiegel. Wenn man hier einfach Eis hin macht und das richtige Shader-Pack, dann wäre es ja ein Spiegel. Aber dann müsste man mit Shadern spielen, damit die Spiegel auch gehen. Und so hätte man halt einen dauerhaft gespiegelten Raum. Was dann schon cool wäre, weil ein Spiegel in Minecraft, das hat schon was. Naja, Leute. Und natürlich auch eine Downside von dieser Bettstruktur hier ist, man kann nicht wirklich drin schlafen. Ne? Also Rechtsklick bewirkt gerade mal gar nichts. Das muss natürlich auch klar sein. Das müssen wir uns alles nochmal überlegen, wie wir es dann genauso machen. Und ja, das schauen wir uns dann mal an. Ich würde aber sagen, das war es jetzt erstmal von der heutigen Folge von Let's Play Minecraft. Ich finde, wir sind schon relativ weit gekommen mit unserem Häuschen. Machen halt immer nur kleine Schritte. Aber immerhin
haben wir diesen Raum jetzt komplett fertig bekommen in dieser Folge. Klar, Inneneinrichtung fehlt auch hier, aber der Raum an sich ist schon mal da. Gut, das da muss dann dicht, aber mal schauen. Das behalten wir uns mal vor, weil wir müssen ja auch noch das Dach bauen und so und das wird auch noch lustig. Keine Ahnung, wie das aussehen soll. Wir werden es sehen. Ihr werdet es sehen, ich werde es sehen, wir werden es alle sehen. In dem Sinne bedanke ich mich mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns gerne wieder in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Mit einem Blick auf den ewigen Dschungel sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und ich würde die Folge jetzt hier abmoderieren, insofern uns das Skelett in Ruhe lässt. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in dieser, wie ich finde, wunderschönen Welt. Könnt ihr mal benoten von 1 bis 6, wie sie euch gefällt bisher. Bis dann, macht's gut.